Irgendwie scheint nicht zu funktionieren. Also ich habe einen schönen Freund. Ja, Okay, herzlich willkommen wieder zu unserem Seminar im Wochenrhythmus. Nächste Woche machen wir einmal kurz Pause, dann sind wir wieder richtig. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Professor Dr. Martin Langner aus Göttingen begrüßen darf, und zwar vom Institut für Digital Humanities. Und dieses Institut, das wurde dort erst im Sommer 2018 gegründet an der Philosophischen Fakultät und verfügt über zwei Abteilungen, Text und Sprache und Bild und Objekt. Und Martin Langner ist sowohl der Institutsdirektor als auch, dass er die Leitung Bild und Objekt innehat. Er hat klassische Archäologie und klassische Philologie in Köln und Bonn studiert, hat dann mit einer Arbeit über antike Graffiti-Zeichnung auf unbeweglichen Trägern bei Henner von Heesberg in Köln promoviert. Die Arbeit ist auch publiziert, ein spannendes Thema, wie wir hier im Hause wissen, die Graffiti. Er hat dann das Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts inne gehabt, war dann in Rom bei als Gerda von Henkel Stipendiat bei Paul Zanker über die Stadtkultur der Kaiserzeit und auch in Göttingen, bevor er dann schließlich von 2003 bis 12 hier in Berlin war, allerdings an der FU, als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herrn Borbein, Frau Fless und Frau Fabricius. Und dort hat er sich dann 2012 auch habilitiert mit einer Arbeit Meisterwerk und Massenware, Chronologie, Dekor und Funktion spätrotfiguriger Bildervasen aus Athen. Er ist dann nach Köln gegangen, hat die Arbeitsstelle der digitalen Archäologie geleitet und 2013 dann den Ruf auf eine Professur für klassische Archäologie und ihre digitale Methodik an der Georg-August-Universität in Göttingen angenommen. Und 2019 dann die Professur für digitale Bild- und Objektwissenschaften ebenfalls in Göttingen. Er hat ganz breite Forschungsinteressen, die uns hier oder mir persönlich vor allem natürlich, ich bin ja eine der wenigen, die hier mit Objekten sich beschäftigen. Das ist die kontextuelle Bildanalyse, also vor allem griechische Vasenmalerei und römische Wandmalerei und das Relief, wie dann die 3D-Digitalisierung und Analyse antiker Skulptur, virtuelle historische Räume und Museen, die Erforschung antiker und nachantiker Alltagskultur, archäologische Akkulturationsforschung und, was hier für alle, glaube ich, spannend ist, die Theorie und Methodik naturwissenschaftlicher und informationstechnischer Methoden in den Geisteswissenschaften grundsätzlich. Dieses Image Lab an der Uni Göttingen erforscht also Bilder und Images in ihrer digitalen Form. Es wurde 2019 gegründet und hat als zentrale Forschungsthemen die Formalisierung und Klassifikationsprobleme visueller Zeugnisse der Vergangenheit und grundlegende Fragen des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Umgangs mit dem digitalen Bild. Und dabei kommen, ich zitiere, neben formal analytischen Methoden der Bildwissenschaft auch Methoden der Computer Vision und der Bildanalyse zum Einsatz. Das Labor kooperiert mit dem Informationssystem und Machine Learning Lab der Universität Hildesheim und dem Corpus Vasorum Antiquorum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er hat derzeit unter anderem ein Projekt eGrafSinn, aber ich will da nicht weiter vorgreifen, weil ich denke, das wird jetzt alles auch zur Sprache kommen in dem spannenden Vortrag. Zumindest verspricht der Titel das: Maße, Muster und Modelle, die computergestützte Bildanalyse in der klassischen Archäologie. Ich gebe das Wort. Dankeschön. Vielen Dank, Ulrike. Mal eine Frage an die Leute daheim oder außerhalb des Raumes. Kann ich hören, da muss ich das Mikrofon irgendwie anders drehen, damit Sie mich klar hören und nicht verrauscht? Antwort natürlich jetzt niemand. Sie Dann kann sagen, ich, man hört es gut. man hört es gut. Man hört es Gut, gut. dann lasse ich alles so stehen, wie es ist, auch wenn es mir komisch vorkommt. Sehr schön. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Du hast gesagt, erst 2019 wurde das Institut gegründet. Das war überhaupt eines Das der ersten in erste. Deutschland mit Köln in etwa gleichzeitig, dass die Digital Humanities jetzt sich als Fach verstehen und nicht mehr als so ein Querschnittsthema. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Genau, ich sagte nur, Und weil du schon vorher da warst. ich war schon vorher da, Jonas. Das war das Die erste. Forschungen waren auch schon vorher da, aber so eine Institutionalisierung mit Bachelor- und Masterstudiengängen. Und dass man das wirklich in der Fakultät verankert als eigenes Institut, das ist eine neuere Entwicklung. Darüber können wir auch noch reden, ob das sinnvoll ist. Ich finde das natürlich sinnvoll.
Für die Analyse von Kunstwerken und Alltagsobjekten haben die Bild- und Objektwissenschaften einen reichen Methodenapparat ausgebildet. Erreicht von der deskriptiven Erfassung, für die Standards entwickelt worden sind, über die interpretative Bestimmung von Darstellung, Alter, Künstler, Funktion und so weiter, bis hin zur soziokulturellen Analyse der Bedeutung des Werks. Dabei nimmt die Deutung zunehmend größere Kontexte in den Blick und spannt damit einen immer breiter werdenden semantischen und symbolischen Bezugsrahmen auf. Digitale Methoden in der Archäologie und Kunstgeschichte stehen vor dem Problem, Bilder durch numerische Verfahren erfassen und auswerten zu wollen. Das ist ohne Formalisierung, das heißt Abstraktion des Bedeutungsspektrums und Reduktion auf die Form und Struktur der Werke nicht möglich. Bei kritischer Betrachtung folgen daher viele digitale Projekte unhinterfragt den Prämissen formanalytischer Verfahren, denen man vorwerfen könnte, sich überholter Methoden der Falten- und Lockenzählung, der Typologie oder bestenfalls der Ikonografie zu bedienen. Deshalb wird derzeit das Verhältnis von Bild, Text und Zahl in der digitalen Umsetzung neu diskutiert. Denn digitale Verfahren müssen sich auch daran messen lassen, ob sie mit den analogen Werkzeugen und Methoden, die sich historisch entwickelt und bewährt haben, mithalten können. Das gilt für historisch-hermeneutische Methoden und die damit verbundenen kontextabhängigen Analysen, ebenso wie für semiotische, medientheoretische und diskursive Ansätze. Wenn man versuchen wollte, eine Phänomenologie der digitalen Archäologie zu begründen, könnte man schlicht nach Datenformaten vorgehen oder nach Methoden. Ich möchte stattdessen den Versuch wagen, verbindende Elemente der Analyse, gemeinsame Frageinteressen und Erkenntnismöglichkeiten in den Vordergrund zu rücken und werde deshalb drei Aspekte herausgreifen, unter denen sich die Projekte des Göttinger Instituts für Digital Humanities womöglich ganz gut subsumieren lassen, nämlich Maße, Muster und Modelle. Diese Erscheinungsformen des Digitalen bilden also den losen Rahmen meines Vortrags. Beginnen wir bei den Maßen. Ein besonderes Anliegen unserer Abteilung für Bild und Objekt besteht darin, möglichst viele visuelle Informationen direkt aus den Bildern und Objekten zu gewinnen, ohne sie zur Weiterverarbeitung in ein anderes Datenformat, wie zum Beispiel Text, übertragen zu müssen. Damit wird versucht, unterschwellig in die Dateneingabe fließende ästhetische Erfahrungen oder gar Bewertungen der User zu umgehen und so ein wenig zur Objektivierung bei der digitalen Erfassung beizutragen. Besonders im dreidimensionalen Bereich haben wir entsprechende Anstrengungen unternommen, seit 2016 das 3D-Lab bei uns in Göttingen gegründet worden ist. Aber wir haben auch außerhalb der klassischen Archäologie interessante Erfahrungen und Projekte. So ist es uns gelungen, eine Arbeitsstelle für digitale Paläographie und historische Grundwissenschaften einzuwerben von Volkswagen, eine unbefristete E14-Stelle, in der es eben um mittelalterliche Handschriften und ihre digitale Erfassung geht. Das ist in meinem, also interessiert mich deswegen, weil letztlich Mustererkennung von Buchstaben oder handgeschriebenen Buchstaben gar nicht so weit entfernt ist von dem, was ich mit den Vasen will. Allerdings konnten wir während der Pandemie fast gar nicht in Museen und allen Objekten arbeiten. Doch nun wieder. In Hamburg, Hannover, Kassel und Karlsruhe konnten wir einige Terrakotten einscannen und die Sammlung Wallmond in Göttingen, die mittlerweile wieder abgezogen wurde, haben wir noch in einem Parforce-Ritt, einem Gewaltakt, innerhalb von anderthalb Monaten eingescannt. Aktuell scannen wir weitere Stücke aus der Sammlung, denn in der Tat eignen sich die Scans, die wir mit dem Weißlichtscanner erstellen. Ich glaube, ich habe da auch einen kurzen Film. Müssen wir nochmal klicken, bitte. Ja. Sie müssen einfach weiterklicken, denn ne, das war zu weit. Nee, das funktioniert über Zoom nicht. Das funktioniert über Zoom nicht, das ist aber schade. Na gut. In der Tat eignen sich die Scans, die wir mit dem Weißlichtscanner erstellen, sehr gut für 1:1-Reproduktionen, weil der Scanner mit optischen Methoden am Rande der physikalischen Auflösung arbeitet. So ist sichergestellt, dass nicht in einigen wenigen Jahren eine verbesserte Technologie unsere Ergebnisse zunichte machen wird. Gerade angesichts der vielen Kulturgüter, die bereits zerstört sind, ist die möglichst exakte Digitalisierung der Werke ein wichtiges Ziel. Doch sind auch diesen Verfahren Grenzen gesetzt, die vor allem bei Marmorbüsten Büsten ins Gewicht fallen, wo die polierte Oberfläche und die kristalline Struktur des Marmors
das eindringende Licht unterschiedlich absorbiert und daher je nach Einfallswinkel verschiedene Maßzahlen generiert, auch wenn die Abweichungen nur im μ-Bereich liegen. Die trügerische Exaktheit des Verfahrens bedarf also gegebenenfalls einer Korrektur, die nur bei genauer Dokumentation der Paradaten möglich ist, also der Entscheidungen, die während des Scannens getroffen worden sind, wie zum Beispiel das Setting und die Lichtverhältnisse des Umgebungsraums, die Blendenzahl der Objektive und die jeweilige Belichtungszeit. Das Ergebnis des Scan-Vorgangs besteht in einer Punktwolke, also einer Ansammlung von einzelnen Bildpunkten mit festen Raumkoordinaten. Kurioserweise besteht nun beim Umwandeln dieser sehr speicherintensiven Punktwolke in ein Mesh, also ein Polygonnetz, kein eindeutiges 3D-Modell. Denn eine Summe von nur schwer zu bestimmenden Faktoren wie Prozessorleistung, Grafikkarte, Betriebssystem, softwareseitige Ausnutzung der Systemkomponenten und so weiter führt zu im Detail recht verschiedenen Ergebnissen. Diese wirken sich nicht wahrnehmbar auf das Gesamtergebnis aus. Das sollte uns klar sein, dass auch hier keine völlig eindeutige und reproduzierbare physikalische Messung vorliegt. Dies gilt umso mehr, als das triangulierte Modell in der Regel noch Löcher aufweist, die vor dem Druck zu schließen sind und auch im Hinblick auf die Auflösung, sprich die Anzahl an Flächen und Kanten, verkleinert werden muss, um überhaupt von den gängigen 3D-Druckern weiterverarbeitet zu werden. Auch diese Berechnung ist niemals exakt reproduzierbar und liefert wiederum im Detail verschiedene Ergebnisse, sogar bei Verwendung derselben Hard- und Software, hier MeshLab auf meinem MacBook Pro. Dass derselben Hard- und Software, das Forschungsproblem, an dem wir weiterhin arbeiten, besteht also auch darin, dass es an etablierten Standards der 3D-Erfassung fehlt, damit sehr viel mehr als bisher deutlich wird, ob es sich um durch den 3D-Scanner oder die Erfassungssoftware bedingte Unterschiede handelt, wie die Qualität des Meshes und der Textur zu beurteilen ist und welche Paradaten zu den Ursprungsaufnahmen erfasst werden. Ein weiterer Aspekt betrifft die Maßhaltigkeit der Vorlagen. Zum einen, weil die Lichtdurchlässigkeit des Marmors, wie wir gesehen haben, die Oberflächenstruktur verunklärt, aber noch mehr, weil Gipsabgüsse leichter zu erreichen sind, haben wir unsere Untersuchungen an Abgüssen der antiken Skulpturen vorgenommen. Um festzustellen, wie stark die Abweichungen zwischen Original und Abguss sind, haben wir den Scan einer Originalstatuette in der Göttinger Abgusssammlung mit Scans von Abgüssen aus verschiedenen Materialien und aus zwei verschiedenen Formen verglichen. Legt man diese 3D-Scans ineinander und lässt sich mit Hilfe der Hausdorff-Distanz die Abstände zwischen den Modellen farbig anzeigen, so zeigt sich, dass die Abweichungen bei 20 Mikrometern liegen, also verschwindend klein sind. Lediglich an den Seiten, wo die beiden Formschalen aufeinander liegen, aufeinandertreffen, sind größere Abweichungen eben von 20 μ festzustellen. Da sieht man hier auch sehr schön, dass die Abarbeitung der Gussnähte zu Veränderungen führt. Auch bei den Scan-Verfahren gibt es kaum Unterschiede zwischen Fotogrammetrie und Weißlichtscan. Wenn wir zum Beispiel die Ergebnisse unserer Bemühungen bei der Digitalisierung des Claudiuskopfes in Hannover vergleichen, sehen wir eine große Übereinstimmung zwischen beiden Modellen. Nur die Teile, die tiefer in den Marmor geschnitten waren, wurden mit unserem fotogrammetrischen Ansatz nicht korrekt erfasst. Das ist aber nicht ein Problem der Methode, sondern der verwendeten Kameras. Die Objektive unserer Nikon 700 waren nicht in der Lage, die Details so zuverlässig zu erfassen, wie die hochauflösenden Objektive unseres Weißlichtscanners, der am Rande der physikalischen Auflösung. Unsere Untersuchungen, die mittlerweile publiziert sind, konnten aber belegen, dass sich eine noch weitergehende Übereinstimmung als bei den Locken bei den Augustusporträts im Gesicht zeigt. Das wird für Nicht-Archäologen vielleicht nicht überraschend. Für die klassische Archäologie bedeutet dies aber eine Abkehr von der etablierten Methode des Lockenzählens und beweist, dass auch die Porträts exakt nach einem Hauptstadtmodell kopiert worden sind. Dass die Gesichter nicht schon früher für die Identifizierung genutzt worden sind, liegt aber daran, dass sich der Gesamteindruck des Gesichts durch die leichten Unterschiede ganz grundsätzlich verändern. Wir sehen das hier an diesen beiden Beispielen. Die sehen nun wirklich sehr verschieden aus. Die Übereinstimmungen, also alles im grünen Bereich, ja, ist unter einem Millimeter. Also
Exaktheit des Kopierverfahrens, anders als bei den Locken, die bewegliche Merkmale der Wahrnehmung sind, hat man eben bei dem Gesicht sehr stark auf das Kopierverfahren gesetzt und dann nur gewisse Teile leicht, minimal verändert. Gerade wegen des exakten Kopierverfahrens ist es wahrscheinlich, dass die Stellen, die vom Vorbild abweichen, absichtsvoll verändert worden sind, um den gewünschten Ausdruck im Gesicht zu verstärken. So erklärt es sich, dass vor allem die Augen, aber auch die Mundpartie häufiger modifiziert worden sind, wohl um den Ausdruck des Kaisers zu verändern. Wie bei der Gesichtserkennung im Gehirn unterscheiden die Bildhauer offenbar zwischen der Identität der Person, wozu sie das Kopierverfahren exakt einsetzen, und deren Wirkung, die durch Mimik, Augenstellung und Haargestaltung hervorgerufen wird. Von hier aus ergibt sich ein weites Betätigungsfeld zur Beurteilung römischer Skulptur, auf das ich hier aber nicht näher eingehen will. Festzuhalten bleibt, dass Maßvergleiche im Millimeterbereich, den das Auge nicht differenziert genug wahrnimmt, geeignet sind, alte archäologische Verfahren weiterzuentwickeln und neu zu fassen. Voraussetzung ist aber eine weitreichende Exaktheit bei der Messung, die uns in Göttingen im 3D-Labor eben zur Verfügung steht oder auch heute noch steht. Unsere Erfassung kleinster, für das Auge kaum sichtbarer Details führt uns zur zweiten Erscheinungsform des Digitalen, den Mustern. Darunter verstehe ich im Sinne der informatischen Mustererkennung visuell ähnliche Strukturen, die sich regelmäßig wiederholen, Fingerabdrücke zum Beispiel. Bei der antiken römischen Lampenproduktion wird das Reliefbild des Lampenspiegels aus einer separaten Form genommen. Dieses Pressen des lederharten Tons in die Form ist mit größerem Druck verbunden und hinterlässt auf der Innenseite des Lampenspiegels zumeist einen Fingerabdruck des Töpfers. Dieser sieht man bei den fertigen Produkten natürlich nicht. In Kooperation mit Andreas Meyer und Richard Schienlin vom Lehrstuhl für Mustererkennung in Erlangen versuche ich ein computertomografisches Verfahren zu entwickeln, das diese Fingerabdrücke zerstörungsfrei sichtbar macht. Gelingt uns das, könnte man wie Interpol eine Fingerabdruckdatei antiker Töpfer erstellen und so Wechsel von Arbeitsplätzen, Werkstattzusammenhängen und Handelsnetzwerke aufdecken. Solche Muster sind natürlich auch in den Daten zu erkennen. Und ähnliche Fingerabdrücke hat die klassische Archäologie schon lange versucht, die zeichnerischen Eigenheiten der verschiedenen Vasenmaler zu erkennen und auf diese Weise Werkstattgruppen zu bilden. Im Projekt Egrafsen, das wir zusammen mit den Kollegen Hildesheim durchgeführt haben, versuchten wir mit den aktuellen Methoden der Mustererkennung und trainierten neuronalen Netzen, diese Fähigkeit des menschlichen Experten, Muster zu erkennen und zu unterscheiden, computergestützt nachzubilden und womöglich sogar zu übertreffen. Uns ging es aber nicht darum, die Vasenbilder objektiver als bisher einem Maler zuweisen zu können, sondern darum, das Beasley'sche System nachzubilden, um besser verstehen zu können, wozu Mustererkennungsalgorithmen in der Archäologie genutzt werden können und um menschliche und künstliche Intelligenz vergleichen zu können. John Davidson Beasley hatte seit den 1920er Jahren das System der Malerzuweisung von Vasen perfektioniert. Er legte seinen Malerlisten ein System of Renderings zugrunde. Darunter verstand er die Konzentration auf die Linienführung in einer Vielzahl separater Details, die er nach Ähnlichkeit kopierte. Diese Zerlegung des Vasenbildes in Details kann man seinen Skizzenbüchern sehr gut entnehmen, wie hier beim Münchner Discophoros des sogenannten Berliner Malers. Dabei missachtet Beasley programmatisch das General Design, womit er Kontraste, Muster, Thema und Motiv, Körperhaltung und Bewegung, Ethos und Pathos meinte, obwohl ihn das durchaus interessierte und er bei diesen Aspekten gerade beim Berliner Maler besonders ins Schwärmen geriet. Diese zeichnerischen Details sah Beasley als objektive Kriterien an, wohlweislich, dass die daraus abgeleitete Malerzuweisung Gegenstand der Interpretation ist. Er selbst korrigierte sich häufig und manches Schoolpiece kennzeichnete er später als Early oder Middle Period. Andererseits zeigen seine Skizzenbücher auch ein großes Selbstvertrauen in die eigene Kennerschaft. Denn viele Vasen ihm bereits gut bekannter Maler hat er nicht mehr in Skizzen festgehalten, sondern nur Besonderheiten, die er nicht gleich bestimmen konnte. Dazu gehört zum Beispiel dieses Schalenbild, für das er einen neuen Maler kreierte, den Maler von New York GR576, dem er nur noch zwei weitere Vasen zuweisen konnte.
Ich wollte eigentlich minimale Attribution machen, aber dann ergab es sich durch intensive Beschäftigung mit den attischen Vasen, dass ich Maler unterscheiden konnte, ohne mein Auge speziell darauf trainiert zu haben. Und dieses Phänomen finde ich nach wie vor interessant. Wie funktioniert es, dass wir Seherfahrungen in wirkliches Wissen umwandeln können? Convolutional Neural Networks bestehen aus Algorithmen, die die Beziehung zwischen dem Bild, Input, und dem Label, Output, lernen sollen. Durch den Prozess der Faltung werden die Bilder auf verschiedene Weise umgewandelt. Im Wesentlichen sieht das Convolutional Neural Network das Vasenbild durch die Augen der Filter, die über die Bilder laufen. Für jedes Foto eines Vasenbildes wird die Möglichkeit für jedes mögliche Label berechnet, das in unserem Fall der Name eines Malers ist. Die Ausgabe ist also ein Vektor, der der Anzahl der Label oder Maler entspricht. Das bedeutet, dass Label Maler, die das Netz nicht gelernt hat, nicht klassifiziert werden können. Eine Vase eines unbekannten Malers wird bis zu einem bestimmten Grad als das Werk eines bekannten Malers klassifiziert. Dieser Grad beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vasenbild zum Cluster einer bestimmten Klasse von gelernten Malern gehört. In unserem Projekt haben wir kein neuronales Netz von Grund auf trainiert, denn in unteren Schichten lernt ein Convolutional Neural Network grundlegende Formen und Kanten, die in verschiedenen Datenbereichen gleich bleiben, sodass es lediglich mit Hilfe des Transferlernens auf anderen Datenbereiche angepasst werden muss. Wir verwenden den großen vortrainierten Merkmalsextraktor ResNet 50, das für uns die richtige Größe hat. Kleinere Versionen führten zu einem Leistungsverlust und größere Versionen brachten keine signifikante Verbesserung. Mit den berechneten Einbettungen haben wir dann ein zweites, kleineres Modell auf unseren spezifischen Daten trainiert. Da wir uns angesichts der begrenzten Größe unseres Datensatzes auf einen vortrainierten Deep Feature Extractor verlassen haben, ist die Größe des Eingabebildes bereits durch den Pre-Training-Datensatz vorgegeben, der in unserem Fall ImageNet war. Die endgültige Größe unserer Bilder musste also 224 mal 224 Pixel betragen, auch wenn wir Bilder mit hoher Auflösung notiert hatten, zum Teil 4000 mal 4000 Pixel. Ansonsten hätten wir riskiert, dass nicht so viele Bilder gleichzeitig verarbeitet werden können, was den Trainingsprozess verlangsamt oder sogar beeinträchtigt hätte. Auch das Feintuning, jetzt müssen wir ein bisschen schnell klicken, auch das Feintuning von neuronalen Netzen benötigt eine große Anzahl von Bildern im Trainings-, Test- und Validierungsdatensatz. Außerdem ist eine große Variationsbreite in der Bildauswahl vonnöten, damit das Modell in die Lage versetzt wird, ungesehene Bilder zu generalisieren. Daher mussten wir uns zunächst auf Vasenmaler konzentrieren, denen eine große Zahl an Vasen zugeschrieben worden ist. Ein neuronales Netz kann ja nur das lernen, was in seinen Trainingsbildern enthalten ist. Aus diesem Grunde sind die Dokumentation der Datenerfassung des Trainingsprozesses und die allgemeine Transparenz die wichtigsten Aspekte eines solchen Projekts. Bei der Auswahl der Abbildung wurden Digitalfotos und entrasterte Fotos aus Publikationen für jeden Maler etwa gleich gewichtet, damit er nicht etwa gerasterte Fotos für den einen Maler lernt und digitale entstandene Fotos für typisch für den anderen Maler. Auch wurde darauf geachtet, dass nicht bei einem Maler ein deutlicher Schwerpunkt auf Fotos eines Museums oder eines Fotografen liegt, weil Beleuchtung natürlich auch eine Rolle spielt. Denn sonst würde das Convolutional Neural Network womöglich nicht zwischen Stilen der jeweiligen Maler, sondern zwischen verschiedenen Fotoqualitäten unterscheiden. Dasselbe gilt für die Balance hinsichtlich der Bildmotive und ein relativ ausgewogenes Verhältnis der Vasenformen und Größen. Ein Pinselstrich ist etwa gleich, aber kleinere Bilder haben natürlich sozusagen weniger Details als großformatige Vasenbilder. Auch hier war wichtig, durch die Bildauswahl keinen allzu großen Bias in die Daten zu bringen. Aus demselben Grund mussten wir uns auf rotfigurige Maler spätarchaisch frühklassischer Zeit konzentrieren. Deshalb haben wir uns für Olthos, Duris, Makron, den Berliner Maler und den Brüggos-Maler für das Training des Netzwerks entschieden. Olthos war zwar eine Generation früher tätig als die anderen Maler, er ist aber ausgewählt worden, um erkennen zu können, wie weit der Zeitstil nicht doch in die Beurteilung mit einfließt. Bei den ersten drei Malern kennen wir auch eine größere Zahl an signierten Vasen, die wir als Ground Truths nutzen können. Ansonsten haben wir nur von Beasley selbst zugewiesene Vasen für das Training verwendet, deren Zuschreibung auch von anderen Forschern nicht umstritten ist.
Unsere Experimente haben wir aber auch andere Maler des wohlfigurigen Stils annotiert. Und Sie sehen hier eine Liste, wie viele Figuren, wir haben nicht, erkläre ich gleich, wir haben nicht Vasenbilder gezählt, sondern wir haben einzelne Figuren auf den Vasen gezählt, weil wir eben nicht das gesamte Motiv, sondern wir wollten ja nur die Zeichen, den Zeichenstil beurteilen. Darum konzentrieren wir uns auf einzelne Figuren. Bei dieser Vase jetzt zum Beispiel hat die Vordere, also diese Seite, Seite A, hat drei Figuren und damit drei Entitäten in unserer Zelle. Für ein unüberwachtes Lernverfahren war unser Datensatz entschieden zu klein. Deshalb mussten wir dem neuronalen Netz das Sehen über Labeling der Details beibringen. Wie in Beasley's System of Renderings wollten wir in unserem Datensatz Motiv und Komposition ausschließen. Deshalb haben wir Attribute und Kontextinformationen unberücksichtigt gelassen und uns ganz auf die Figur als einzelne Entität konzentriert. Dies geschah entlang von Annotationsrichtlinien mit einem kontrollierten Vokabular. Die Benennung spielt aber eigentlich keine Rolle. Man könnte auch Zahlencodes verwenden. Entscheidend ist, dass wir Sachverhalte eindeutig labeln. Ein Normvokabular hat aber den Vorteil, weniger fehleranfällig und kompatibel mit anderen Forschungsprojekten zu sein. Und um auch eine Voreingenommenheit der Annotatoren zu vermeiden, haben wir außerdem jede Figur eines Vasenbildes zwischen einem anderen Annotator annotieren lassen. Künstliche Intelligenz weiß zurzeit noch nicht, dass Knie Bestandteil der Beine sind und Augen im Gesicht sich befinden. Deshalb mussten wir auch diese Art von Beziehungen in einem hierarchischen System von Parent-Child-Beziehungen annotieren. Auf diese Weise annotierten wir drei Ebenen von Details: die Figur, die größeren Körperpartien und die kleineren Körperteile. Motivisch bedingte Darstellungsformen oder Aktionen, wie beispielsweise angewinkelter oder ausgestreckter Arm, sitzend, stehend oder laufend, werden als Unterklassen annotiert. Diese Unterklassen sind nicht nur für das Training des neuronalen Netzes notwendig, sondern halfen auch bei der Erstellung eines Balanced Corpus, weil wir so auf eine einheitliche Verteilung der Haltungsmotive auf die fünf Male achten können. Wir trainierten außerdem einen Objektdetektor auf der Grundlage unserer Annotationen, der uns die Arbeit etwas erleichtert und den Großteil der häufigsten Labels und die Parent-Child-Verbindungen für uns annotierte. Das ist bereits publiziert. Trotz aller Vorsicht konnten wir bestimmte Voraussetzungen nicht umgehen, die bereits einen gewissen Bias in den Daten erzeugen. Fotografien geben die Dreidimensionalität der Vase nur in der zweiten Dimension mit entsprechenden Verzerrungen wieder. Wir haben aber in einem Experiment festgestellt, dass diese Verzerrungen keine große Rolle spielen, sogar die verzerrten Ausschnitte besser erkannt wurden, was wahrscheinlich daran liegt, dass viel schwarzer Raum bei den lange Strecken sind, damit wenig Informationen in den 224 Pixeln sind, während man halt sonst mehr Informationen einfach hat. Durch das Sortieren und Zusammenstellen der Daten haben wir die Bilder so kontextualisiert, dass das neuronale Netz von gemeinsamen Merkmalen innerhalb einer Klasse ausgehen musste und nicht selber erst noch feststellen konnte. Damit konnten wir das Beasley'sche System nachbilden, aber kein neues erstellen. Unser Labeling zerlegt jedes Bild in seine Einzelteile und verändert so die Art und Weise, wie es wahrgenommen werden kann. Dadurch zwingen wir aber das neuronale Netz, jedes Detail im Vasenbild zu sehen und zu erlernen und nicht nur die für ihn vermeintlich sinnvollsten. Die Robustheit unseres Modells, das heißt die Varianz der Ergebnisse bei 10 Durchläufen, betrug 2,4%, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass das Modell bei einem Vasenbild den richtigen Maler vorhersagt, im Durchschnitt zwischen 65% und 70% liegt. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um hochkomplexe Daten handelt und die Aufgabe tiefes und spezifisches Wissen auch für den menschlichen Experten erfordert, liegen die Zahlen von bis zu 70% Genauigkeit bei 5 Klassen innerhalb der aktuell zu erwartenden Parameter. Die Standardabweichung ist am höchsten, wenn die Genauigkeit zwischen 0,4 und 0,6, also auf einer Skala von 0 und 1 liegt. Also wenn unser Modell zwischen zwei Malern schwankt. In der Überzahl der Vorhersagen liegt die Sicherheit der Vorhersage aber bei 70%. Wir sehen das hier so ein bisschen, also auf der X-Achse ist eben aufgetragen die Wahrscheinlichkeit und auf der Y-Achse die Standardabweichung. Und da sehen wir, es gibt einen großen
Bereich, der sich hier zwischen 0,8 und 1 befindet. Und eine relativ breite Streuung ist halt hier bei zwischen 4 und 6. Und hier wieder wirklich sehr wenige Vasen, die nicht zugewiesen werden können. Das Netz wurde nun auf das Erkennen von 5 Malern trainiert. Sieht es ein Vasenbild eines anderen Malers, muss es, wie gesagt, das Bild einem der 5 ihm bekannten Maler zuordnen. Die Genauigkeit der Zuordnung zu einem bestimmten Maler gibt damit den Grad an Ähnlichkeit an, wie das Vasenbild mit dem Œuvre dieses Malers verbindet. Diese Ähnlichkeit haben wir auf 2 Ebenen untersucht. Zum einen mit dem auf die Figure Components trainierten Netzwerk, das heißt also das, was die einzelne Figur ausmacht, so wie Beasley das in seinem System of Renderings benutzt hat. Zum anderen haben wir mit Hilfe eines zweiten Netzwerks, das auf das gesamte Vasenbild trainiert, also Sie sehen, wir sagen dieses System of Renderings in diesen Ausschnitten rechts. Ne? Und links einmal die Gesamtfigur, das wäre das zweite Netzwerk, was bei einer Größe von 224 mal 224 Pixel eigentlich nur die Komposition, die Figurentypen vorhersagen kann, in Verbindung vielleicht noch mit dem Gefäßkörper, der ja an den Rändern des Bildes immer noch erscheint. Diese auf verschiedene Bildausschnitte trainierten neuronalen Netze ermöglicht es uns, zwischen Linienstil und Motivik zu unterscheiden. Und in der Tat, das kann ich vielleicht zusammenfassend sagen, ist die Malerzuweisung natürlich auf den Details sehr genau. Und damit konnten wir aber eben einen motivischen Bias, wir zeigen dann ein Beispiel, einigermaßen ausschließen, was ja immer ein Problem auch bei menschlichen Experten ist, das sehr, sehr schnell verleiten lassen und sagen, das Bild zeigt die gleiche Szene wie ein anderes, also ist es doch sicher aus derselben Werkstatt. Und manchmal ist es auch gar nicht so falsch, aber man sollte nicht zur Grundlage werden. Onesimus, Epiktetos, Nikosthenes und der Nikosthenes Maler und der Pisoxenos Maler und Afronios sind über Töpfersignaturen mit dem Maler Oltos verbunden. Das heißt, es besteht zumindest die Möglichkeit, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Karriere zusammen in einer Werkstatt gearbeitet haben oder zumindest mit dieser Werkstatttradition verbunden sind. Jeder dieser Maler hat jedoch eine nur sehr niedrige Voraussage für Oltos. Das Modell ist also sehr unsicher, was die Zuweisung angeht, und es besteht zwischen diesen 6 Malern weder eine große stilistische noch eine große motivische Nähe. Das könnte bedeuten, dass die 6 Maler nicht zur selben Zeit in der Werkstatt gearbeitet haben, sondern zeitlich versetzt und sich deshalb nicht gegenseitig beeinflusst haben. Oder es handelt sich um Maler, die einen eigenständigen Stil- und Motivrepertoire ausgebildet hatten, wobei es aber eben, und das ist hier ganz wichtig, überhaupt nicht ausgemacht ist, dass primäre Einflüsse auf Stil- und Bildgestaltung aus dem Werkstattzusammenhang resultieren. Ebenso wahrscheinlich ist, dass man sich Produkte zum Vorbild nahm, die anderweitig gut bekannt waren. Zum Beispiel, weil sie in einem Heiligtum wie der Athener Akropolis als Motivgabe ausgestellt waren. Also die Tatsache, dass die nachweislich irgendwie mit Töpfern zu verbindenden, gemeinsam zu verbindenden Maler, dass die sich gegenseitig beeinflusst haben, ist auf Grundlage der Ähnlichkeit der Vasenbilder nicht festzustellen, sondern nur über die Signaturen. Und daraus eine Konstruktion abzuleiten, ist also von gemeinsamen Werkstatt, von gemeinsamer Werkstatttätigkeit, ist halt eben sehr schwierig. Bedarf einer guten Interpretation vieler guter Argumente. Als Lehrer des Berliner Malers wurden sowohl Phintias als auch Euthymides häufiger genannt. Das ist ein umstrittenes Problem der Vasenforschung. Hier gilt genau dasselbe. Erstmal, was hilft es uns zu wissen, wer der Lehrer war? Aber davon mal abgesehen, ist es eben auch ganz schwer zu entscheiden. Unser Figure-Component-Netz, also das Netz der Einzelteile, wie auch das Motivik-Netz, entscheiden sich hier deutlich für Euthymides, wobei erneut darauf hingewiesen werden muss, dass die stilistische und motivische Nähe selbstverständlich kein reales Lehrer-Schüler-Verhältnis begründen kann. Ich sehe das ähnlich wie mit den archäologischen Datierungen. Hier werden Worte, Begriffe verwendet, um eine gewisse Ähnlichkeit zum Ausdruck zu bringen, mit der man gut operieren kann. Und es wird erst dann falsch, wenn man die Konstruktion Werkstatt verlässt und in historischen Werkstätten denkt und womöglich diese Werkstatt noch ausgraben will. Wenn man das schafft und dann ganz andere Vasen da drin sind, hat man natürlich ein Problem. Dasselbe gilt für den Achilleus-Maler und Hermonax, deren Übereinstimmungen mit dem Berliner Maler auffallend sind. Und diesmal zeige ich jetzt die Streuung
der Vasen in einem TSNI-Plot. Ich erkläre gleich noch, wie das geht. Und da sehen Sie die Streuung der stilistischen Ähnlichkeit. Das ist Georg Brandes Maler, der sieht aber völlig anders aus. Und das überrascht dann auch nicht, wenn man Vasenforscher wie Jeffrey Williams zitiert, den Kleophrates Maler für den Konkurrenten des Berliner. Insgesamt zeigen die Vorhersagen den Werken der genannten Maler aufzudecken, die die ältere Forschung aber auch schon beobachtet hat. Sie sind nützlich, um eine Vielzahl von Vasen schnell vorzusortieren. Eine größere Eindeutigkeit in der Vasenmalerbestimmung ist aber auf diese Weise nicht zu erreichen. Wegen der Notwendigkeit, unsere neuronalen Netze auf wenige Maler zu trainieren, ist es aktuell unmöglich, die unzähligen Vasenmaler, die Beasley bestimmt hat, eindeutig zu klassifizieren. Es besteht ein großer Vorteil unser neuronalen Netz, aber nicht gut. Sobald das Mikro wieder geht. Das geht jetzt wieder. Das geht wieder. Sehr schön. Aber die Freigabe noch nicht. Ne? Also ja. Eine Sekunde warten wir noch. Ja. Dann versuche ich das nochmal. Gibt ein kleines Problem, aber man sieht den Schleifer an. Dann. Die Referentensicht, die gerade geteilt ist. Genau, die Referentensicht. Nicht die Präsentationssicht. Ja, ich muss schauen, dass ich kurz. Also muss ich generell nicht folgen. Ja. Na, ja, eine Sekunde. Aber das ist wieder noch ein falsches. Das eben war alles gut. Aber jetzt sehe ich es doch. Und jetzt kann ich auch wieder hören. Dann ist das ja prima. Dann können wir zu den Bildelektronen mal kurz zurück. Dann wollte ich mir das. Aber es ist, glaube ich, dieses Bild. Es geht um dieses Bild. Meinen Sie das vorher? Genau. Dieses? Genau, über die Klaus. Ja. Also, hier ist hier die Rede davon, dass wir diese vielen, vielen Informationen, die das neuronale Netz verarbeitet hat, die werden Image Embeddings genannt, die kann man als einen Ähnlichkeitsvektor beschreiben im multidimensionalen Raum. Und diesen multidimensionalen Raum kann man in der zweiten Dimension plotten. Das ist ein bisschen so ähnlich wie die Hauptkomponentenanalyse. Die sucht allerdings nur nach zwei Hauptkomponenten und lässt die anderen Daten unberücksichtigt.
Wir haben einen TSNI-Plot genommen. Das ist basiert auf Wahrscheinlichkeitsberechnung. Will heißen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Punkt sich neben diesem anderen Punkt befindet im zweidimensionalen Raum. Und damit werden einfach mehr Features berücksichtigt. Und Sie sehen das jetzt hier. Also unser Modell kann die Maler bis auf einige Vasen relativ gut trennen. Das hat es gelernt. Das war ja auch die Aufgabe. Man muss allerdings sich darüber im Klaren sein, dass eine Neuberechnung dieser Image Embeddings auch ein bisschen verschobene Beispiele sein kann. Also in dem Paper, das wir zu dem Verfahren publizieren, das gerade sich im Druck befindet, haben wir so eine ganze Vielzahl von Durchläufen mit immer wieder ein Ergebnis, dass man mal sieht, wie sich das eigentlich verschiebt. Also es ist nicht so, dass man wie in der Hauptkomponentenanalyse jetzt hundertprozentig die Interpretation auf diesen zwei nebeneinander liegenden Punkten ausgehen kann. Da gibt es ein eigenes Dissertationsprojekt bei mir an der Professur. Meine Assistentin Martha Kipke arbeitet eben daran, genau diese Dinge besser zu verstehen. Und ich zeige deswegen jetzt hier nur einige Beispiele aus dem Oeuvre des Berliner Malers, um Ihnen zu zeigen, was eigentlich das Problem ist oder wie man dieses Problem an diese Sachverhalte herangehen kann. Denn dicht beieinander liegende Punkte stehen für einen einheitlichen Malstil. Und das zeigt sich ganz leicht, wenn das gleiche Motiv auf Vorder- und Rückseite derselben Amphora erscheint, so wie das hier der Fall ist. Nicht? Wir haben ja Seite A und Seite B derselben Vase und die liegen tatsächlich auch ganz dicht beieinander, weil sie nun aber auch sehr ähnliche Motive und damit gut vergleichbare Details, Barthaare, Augen, Handhaltung und so weiter vergleichen. Daneben gibt es aber Vasen mit anderen Motiven, die auch eine ähnliche Zeichnung der nackten Brust, der Bärte und der Gesichter zeigen und die behalten, liegen auch liegen an unterschiedlichen Stellen, so muss ich sagen. Hier haben wir in der Nähe dann zwei andere Vasen des Berliner Malers. Das ist nicht verwunderlich, wenn wir, wie gesagt, auf die Darstellung der Details der Hand oder der Profillinie unser neuronales Netz trainiert haben. Problematisch bleibt aber, dass hier die Handhaltung in diesem Beispiel, also einmal ein Fragment und einmal aus dem Stamnos, also aus dem gleichen von da oben, dass die so ähnlich sind, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob die Übereinstimmung, die das neuronale Netz gelernt hat, wirklich aus der Handschrift des Malers, also stilistische Ähnlichkeit sind, oder nicht vielleicht doch eine motivische Ähnlichkeit, weil wir einfach nicht genug andere Hände, abgeklickte Hände im Datensatz haben, die man davon absetzen könnte. Martha Kipke arbeitet deswegen daran, die Gewichtung dieser Details besser verstehen zu können. Eine motivbedingte Voreingenommenheit lässt sich vielleicht nicht ganz ausschließen, was eben daran liegen kann, dass wir vielleicht nicht genügend vergleichbare Details in unserem Datensatz haben. Hier sehen Sie, das ist nochmal ein Stamnos, hier sehen Sie vier Ausschnitte eines Stamnos, deren stilistische Ähnlichkeit vom neuronalen Netz recht unterschiedlich beurteilt wurde. Und da vermute ich, dass der Ausreißer ganz rechts mit einer perspektivischen Verzerrung zusammenhängt, während das Detail darüber mit blondem Lockenhaar und Gitarre einfach noch nicht genügend Parallelen im Datensatz hat. Also diese Figur hier, ich glaube, es geht der Pointer auch nicht ganz. Also rechts oben, das ist ja eben für die anderen auch besser, rechts oben sehen Sie halt einen Gitarrespieler und der ist in verschiedener Hinsicht bemerkenswert, eben weil er dünneren Schlicker aufgetragen hat und dadurch das Haar so blond wirkt. Und letztlich für diese Form der Gitarre haben wir in unserem Datensatz, wir haben zwar eine Reihe von Gitarrespielern im Datensatz, aber diese spezifische Form eben auch nicht. Und das könnte der Grund sein, warum er zumindest in dieser Visualisierung weiter weggesetzt ist. Wir sehen hier auch einen anderen Plot als den, den ich vorher zeigte, nämlich nur die des Berliner Malers geplottet, um eben einfach die Zugehörigkeit der Vasen, der Figuren des Berliner Malers besser verstehen zu können. Das ist ein Verfahren, um zu verstehen, wie diese Gruppierungen vonstatten gehen. Plotten wir alle Vasen der fünf Maler oder alle Vasenfiguren, die wir geplottet, die wir annotiert haben, dann wird es recht deutlich, welche Vasenbilder einander sehr ähnlich sind und welche nicht. So konnte Martha Kipke zeigen, dass Werke des Berliner Malers, die Beazley als Early bezeichnete, enge Beziehung zur Berliner Schuhschale des Dubes aufweisen und beschreibt diese Ähnlichkeit treffend als Archaic Rendering.
Zitat Kipke, auf dieser Grundlage schlagen wir vor, dass Duris und der Berliner Maler sich nicht in ihren stilistischen Details ähneln, sondern in der Art und Weise, wie sie stilistische Tendenzen der spätarchaischen Zeit wiedergeben, mit denselben allgemeinen Vorstellungen von Form und Gestalt. Das heißt, wir könnten, wenn wir die Argumentationsstrukturen etwas besser ausbauen können bei diesem neuronalen Netz, könnten wir etwas Neues fassen, nämlich einen spezifischen Stil, der noch unter dem Zeitstil und über dem individualen Stil liegt, wie eben das Verständnis der Umsetzung zeitbedingter Muster in den Vasenbildern vonstatten geht. Diese falsche Zuweisung, also dass er diese Figur des Dures eng in den Kreis der Vasenbilder des Berliner Malers ordnet, ist für unser Modell signifikant. Denn ein deutlicher Unterschied zwischen dem menschlichen Experten und unserem Modell liegt darin, dass das Modell sich zwar auf Details konzentrieren und sie als gleichwertig behandeln kann, aber bestimmte Details nicht von Fall zu Fall priorisieren und gewichten kann. Es ist nicht in der Lage, den Sachverhalt zu beurteilen und Argumente für sein Urteil zu entwickeln. Ein Vasenbild wird sich von einem Blick zum anderen nicht verändern. Unser Eindruck von ihm wird aber bei jedem erneuten Blick anders sein. Und genauso können auch die Daten sich jedes Mal, wenn wir sie berechnen, leicht verändern, weil sie jedes Mal etwas anders kombiniert und in einer anderen Reihenfolge sequenziert werden. Unser Modell ist also nicht objektiv oder faktisch in dem Sinne, dass natürliche Muster in den Daten aufdeckt. Stattdessen schafft unser Modell Verbindungen auf der Grundlage dessen, was es gelernt hat, und verbindet die Vasenbilder auf mehrdimensionale Weise anhand von Bilddetails. Es tut dies in einem kontrollierten Rahmen von ausgewählten Daten und auf der Grundlage eines gezielten Trainings, entsprechend unserer Forschungsfrage. Unsere Annotationsrichtlinien sorgten für die Vergleichbarkeit der Details in einem Vasenbild und unsere Modellarchitektur stellte sicher, dass die Annotationen im Entscheidungsprozess gleichmäßig und unveränderlich gewichtet wurden. Kürzlich haben Transformer-Modelle, die aufmerksamkeitbasierten Schichten anstelle von Faltungsschichten verwenden, eine vergleichbare Leistung erreicht und haben im Bereich der natürlichen Sprache neue Spitzenergebnisse erzielt. Das ist also das traditionelle Computer Vision Modell. Wir haben Bilder und wir haben Labels und wir lernen auf Image Label Pairs. Der Durchbruch geschah 2019 mit Image Text Pairs. Also, dass das Bild jetzt nicht mehr nur ein beschreibendes Label bekommt, sondern eine verbale Beschreibung, so wie wir üblicherweise Bilder beschreiben. Und aktuell werden diese noch verbunden zu Image-Text-Label-Pairs. Und damit ist ein großer Durchbruch in der Bildmustererkennung und in der Form, Bilder zu generieren, entstanden aus natürlicher Sprache. Bei diesen Vision Language Models sind die aufmerksamkeitsbasierten Schichten durch die Erfassung weitreichender Abhängigkeit ausgezeichnet und ermöglichen eine effektive Informationsintegration über verschiedene Teile der Eingabesequenz hinweg. Im Gegensatz zu sequentiellen Modellen, über die wir bisher gesprochen haben, können Transformatoren dank des Mechanismus der Selbstaufmerksamkeit alle Positionen parallel verarbeiten. Diese parallele Verarbeitung beschleunigt das Training und die Effizienz erheblich und macht Transformatorenmodelle skalierbar und effizienter für die Verarbeitung großer Datensätze. In Bereichen mit geringem Datenaufkommen, wie dem unseren, zeigen Convolutional Neural Networks jedoch immer noch ähnliche oder sogar bessere Leistungen, da sie über eine inhärente induktive Vision in Form eines eingebauten Filters verfügen. Und das gilt ganz besonders für Klassifikationsaufgaben. Vision Language Models werden aktuell vor allem zur Bildgenerierung eingesetzt. Sie kennen vielleicht Midjourney oder Stable Diffusion. Ich zeige hier einmal ein paar Ergebnisse zum Prompt Reconstruction of a Roman Forum with the Emperor giving a speech to the crowd. Auf den ersten Blick erkennt man, dass vor allem Touristenbilder des Forum Romanum in Rom, die besonders häufig fotografiert werden, den Ursprung dieser Modellierung bilden. Ich zeige einfach so ein beliebiges Modell. Das ist ganz auffällig, dass drei Ansichten aus dem Kapitolspalast, das von dieser Brüstung, aus der man gut fotografieren kann, und nochmal von der anderen Seite, dass diese drei Bilder omnipräsent im Internet sind und die tauchen eben auch ganz stark in diesen Modellen dann auf.
Der Rest ist als Style Transfer bekannt. Das heißt, es wird ein jeweils anderes Design als formale Transformation verwendet. Also wir haben mal, das erste ist zum Beispiel historischer Film, dann haben wir Computer Game, das rechte ist Fantasy, und so, das hier, das Watercolor ist hier unten links. Also, das sind so Stile, die werden einfach nochmal drüber gegeben, und sehen dadurch alle immer ganz verschieden aus. Aber im Großen und Ganzen, ist das alles noch gar keine große Kunst. Dass aus einer Vielzahl von Bildschnipseln ein neues Bild generiert wird, sieht man besonders an den Buchstaben. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt hier was erkennen können, aber diese Inschrift oben auf dem Architrav ist natürlich nicht lesbar, weil hier nur die visuelle Erscheinung einer Inschrift umgesetzt wird, weil es ja auch nur Pixel gelernt hat und nicht darauf angelegt ist, die Inschrift nachzuahmen. Das ist bei Midjourney ja mittlerweile behoben, die haben auch darauf trainiert. Ein anderer Anwendungsbereich liegt in den intelligenten Suchmaschinen, die ähnliche Bilder zu ihrem Ausgangsbild finden, wie zum Beispiel Google Images oder Bing. Auch im kunsthistorischen Bereich gibt es mit Image AI eine solche Bildersuche. Und es ist schon beeindruckend, wie hier übergeordnete Konzepte wie Alkoholismus links oder Rhythmus rechts als Suchbegriff durchaus zutreffende Bilder ausgeben. Durch die Hinzufügung beschreibender Texte sind die Suchmaschinen nun in der Lage, nicht nur Objekte wie Weinflaschen, sondern auch übergeordnete Konzepte wie Alkoholismus in den Bildern zu finden. Die Informatiker sind überzeugt, dass das der Durchbruch in der künstlichen Intelligenz ist, dass jetzt die Maschinen anfangen zu denken. Rande hat schon mal gesagt, die Tatsache, dass sie jetzt Konzepte erkennen können, ist zwar ein großer Durchbruch, auch für uns in der Bildwissenschaft, kaum zu unterschätzender Durchbruch. Argumentieren können sie deswegen aber immer noch nicht. Das ist ganz entscheidend. Und die Regeln für gute Argumentation sind halt bisher, wenn Sie mit ChatGPT gucken, vor allen Dingen in der strukturellen Form. Also genau sagen, erst muss eine Behauptung kommen, dann muss auch so Schluss kommen. Aber ob das überzeugend ist, kann er nicht alles schätzen. Für die Objekterkennung auf Vasenbildern ergibt sich leider keine Leistungssteigerung aus Visual Language Models, auch wenn man verbale Beschreibungen wie die Bildbeschreibungen im Beasley Archive oder im CVA zum Training verwendet. In seiner Göttinger Masterarbeit konnte Jakob Peters zeigen, dass die Integration von State-of-the-Art-Objekterkennungsarchitekturen mit Transformator-Architekturen für die Verarbeitung natürlicher Sprache keine nennenswerte Verbesserung erbracht hat. Das liegt zum einen daran, dass die gängigen Modelle auf Zeichnungen wie die Vasenbilder noch nicht ausreichend trainiert sind und zum anderen, weil alle Modelle Schwierigkeiten haben, seltene Klassen zu erkennen, die möglicherweise nur eine Handvoll Mal im Datensatz vorhanden sind. Peters schlägt deshalb eine neue hierarchische Architektur zur Objekterkennung und Klassifizierung vor, die auf automatischen Annotationen der Bilder beruht und so die Möglichkeit annotierter, semantischer Bild-zu-Bild-Vergleiche auf der Grundlage dieser Annotationen eröffnet. Also er schlägt vor, nicht Image-Text-Pairings zu nehmen, sondern wirklich tief annotierte Bilder, so wie wir es auch in Airgraphsen gemacht haben, die aber automatisch zu labeln. Und damit viel stärker auf der Ebene des Bildes zu bleiben und weniger die nächste Ebene des Bildverstehens, des Bildwahrnehmens zu kommen. Damit ist jetzt jedoch schon klar, dass es nicht möglich ist, nur drei Vasen einer Hand zuzuordnen, weil wir das neuronale Netz noch nicht so weit abstrahieren lassen können, das entscheiden kann, wann eine bestimmte Unähnlichkeit zu anderen Vasen ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Aber Visualisierungsmethoden wie das T-Distributed Neighbor Embedding können zumindest die Summe der Ähnlichkeiten durch die Nähe zueinander verdeutlichen, sodass Archäologen Anhaltspunkte für eine Klassifizierung gewinnen können. Das zweite Projekt überspringe ich jetzt einfach. Wir haben das gleiche mit 3D-Daten gemacht und versuchen antiken Terrakotten eben auch die Ähnlichkeit direkt aus der Form zu nehmen, sind da nicht so erfolgreich wie bei den Vasen, weil die 2D-Modellierung sehr viel erfolgreicher, sehr international, sehr viel weitgeschrittener ist, sodass wir wahrscheinlich, nachdem wir alle möglichen Formen, also man kann 3D-Objekte in 8 verschiedenen Formen beschreiben, werden 2D-Daten nur in Pixel beschrieben werden, da hat man eine vielfältige Möglichkeit, aber das erfolgversprechendste Modell ist im Moment einfach den 3D-Scan in 256 Bilder zu zerlegen, sprich Screenshots von dem zu machen und auf diesen 256 Bildern einfach eine 2D-Mustererkennung laufen zu lassen, hat bisher den größten Erfolg gebracht. Das liegt aber daran, dass einfach die vortrainierten neuronalen Netze auf 2D-Daten trainiert sind und wir
und auch gar keine richtigen, ordentlichen Netze für 3D-Daten. Damit kommen wir zu einem ganz grundsätzlichen Problem der Mustererkennung in den Geisteswissenschaften. Und das liegt an der Sicherheit, mit der aus der Form auch den Inhalt von Bildern geschlossen wird. Ich befürchte, dass wir den Strukturalismus durch die Hintertür wieder einführen. Das heißt, einen Forschungsansatz, der vor allem in Deutschland in den 20er bis 60er Jahren besonders beliebt war und der auch einen starken Einfluss auf die klassische Archäologie hatte. Hier zeige ich die einführenden Werke von Guido Kaschnitz von Weinberg, der insbesondere die formalen Ähnlichkeiten von Bildwerken mit ethnischen Gruppen verknüpft hat. Es gibt den typischen Etrusker, den typischen Römer. Natürlich war all das in den schrecklichen Zeiten in Deutschland genutzt worden, um aus solchen Merkmalen diskriminierende Bestimmtheiten abzuleiten. Solche verallgemeinernden Bestimmungen funktionieren aber nur unter Vernachlässigung von historischer Bedingtheit, von sich ändernden Seherfahrungen und gesellschaftlichen Entwicklungen, denn verbale und bildliche Äußerungen bilden eine Realität nicht bloß ab, sondern konstruieren sie auch. Am Pater in Athen ist eine Metope besonders gut erhalten, was daran liegt, dass man sie in christlicher Zeit für die Szene, also dass man die Hera und Athena, die Sie hier sehen, wegen ihrer ähnlichen Komposition für eine Verkündigungsszene hielt. Dasselbe Bild wird also in einem anderen kulturellen Kontext völlig anders verstanden. Entsprechend sind soziokulturelle Gegebenheiten keine Konstanten und nicht notwendigerweise immer gleich, sondern nur eine Möglichkeit gesellschaftlicher Entwicklung unter vielen. Die Möglichkeiten der Computer Vision sind bereits sehr leistungsstark, vor allem im Bereich der Objekterkennung. Sie kennen das von der Gesichtserkennung oder dem autonomen Fahren. Dabei werden bekanntlich keine Ja-Nein-Entscheidungen getroffen, sondern gerade von Wahrscheinlichkeit ausgegeben. In diesem Beispiel ist ein mit 95,6% als Verkehrsschild erkanntes Objekt zu 97,8% ein Stop-Stop-Schild. Das sind natürlich Traumergebnisse. Wenn es um das Bildverstehen geht, ist die Sache sehr viel schwieriger. Das gilt besonders für soziokulturell geprägte Bilder, wie wir gerade sahen. Wie ja auch bei Verkehrssituationen erfordert der Computereinsatz den visuellen Gesamtkontext, um dem Bildwerk gerecht werden zu können. Ein Stoppschild hat eine relativ eindeutige Semantik. Die Bedeutung dieses Bildes ist nicht nur im Bild selbst inhärent, man könnte mit Wolfgang Kempf von innerer Rezeptionsvorgabe sprechen, vielmehr hängt die Wirkung eines Bildes auch vom Vorwissen und der Disposition des Betrachters ab. Die neuropsychologische Forschung weist als dritte Rezeptionsvorgabe neben Bild und Rezeption der Situation, in der sich der Betrachter befindet, große Bedeutung zu. Wenden wir uns dazu, und ich hoffe, ich habe noch ein paar Minuten, einer konkreten Beispielsituation zu, nämlich dem Weinkonsum beim griechischen Symposion und der in diesem Kontext erfolgten Wahrnehmung der Vasen. Für etwa 200 Jahre, in der Zeit von etwa 580 bis 383, waren die Innenflächen der in Athen produzierten Trinkschalen figürlich bemalt. Obwohl diese in äußerlich hohen Stückzahlen produzierten keramischen Produkte durchaus erschwinglich waren, sind sie technisch wie inhaltlich mit sehr anspruchsvollen Bildern verziert, ein Phänomen, für das es außerhalb der griechischen Antike kaum Parallelen gibt. Spätestens mit Einführung der Demokratie in Athen muss man von einer starken Popularisierung des Symposions als soziale Einrichtung des kollektiven Weinkonsums ausgehen, dass die gemeinsamen Werte und Vorstellungen der athenischen Gesellschaft immer wieder neu diskursiv konstituierte. Dass dabei das Mischgefäß der Krateer als gemeinsam genutzte und die Trinkschalen als individuell genutzte Gefäße eine zentrale Rolle spielten, ist unbestritten. Ihr Gebrauch im Hinblick auf die Sicht und Erkennbarkeit der Bilder ist jedoch weitgehend unerforscht. Für Untersuchungen wie diese ist es daher notwendig, zunächst vier Parameter genau festzulegen, damit die Rahmenbedingungen und das Situational Cues im Sinne der Situationspsychologie eindeutig bestimmt sind. Andernfalls besteht nämlich leicht die Gefahr, dass zusätzliche Unschärfen in die Daten kommen. Die konzeptionelle Analyse von Lawrence Perwin stellte fest, dass Menschen Situationen in der Regel in Form von assoziierten Orten, auf die Frage wo, anderen Personen, auf die Frage wer, und Aktivitäten, was, warum, im zeitlichen Ablauf, wie, wann, beschreiben. Die Situation Symposion kann man also beispielsweise in einem Gelagerraum, griechischer Thron, mit sechs weiteren Zechern einer Flötenspielerin zum Feiern genießen und sich austauschen im Verlauf eines ganzen Abends stattfinden. Mit diesen Bedingungen der Situationsbeschreibung wird zugleich die Variationsbreite bestimmt. Welche verschiedenen Räume, Personengruppen, Aktivitäten und Rituale sind historisch überliefert? Es gab nämlich verschiedene Anlässe und mithin verschiedene Personengruppen beim Symposium.
Das Spektrum reicht vom Trinkgelage bei öffentlichen Festen über gemeinsame Symposien von Amtsinhabern bis zur abendlichen Privatfeier. Innerhalb der Klasse Symposion könnte man so dimensionale Merkmale beschreiben, anhand derer Situationen womöglich als unterschiedlich wahrgenommen worden sind. Diese Frames, wie auch die Möglichkeit verschiedener Lebensstile, lassen sich aber wegen der schlechten Quellenlage häufig nur exemplarisch an gut dokumentierten Fundkontexten wie diesem untersuchen. Für unsere Frage nach computergestützten Methoden sollen sie deshalb erst einmal außer Acht bleiben. Und ich überspringe jetzt einfach noch mehr Grundsätzliches zum Symposium. Es ist klar, dass da Aktionen stattfinden, dass wir die Bewegungsabläufe rekonstruieren können und dass dort auch Spiele wie das Kotterboss-Spiel gibt, wo die letzte Neige des Weines herausgeschleudert. Durch virtuelle Simulationen lassen diese Bewegungsabläufe nachstellen und explorativ erforschen, mit dem Ziel, die von der Forschung verschiedentlich geäußerten Vermutungen zum Gebrauch der Trinkschalen auf eine solide Basis zu stellen. Brown, Blake und Sherman führten 2017 meines Wissens die erste tragbare Kamera in die psychologische Situationsforschung ein, deren Aufnahmen die jeweiligen Situationen dokumentieren. Sie konnten auf diese Weise zeigen, dass ein bestimmter Anhaltspunkt, also Situational Cue, fast immer zu einem bestimmten Verhalten führt, unabhängig vom Individuum. Dieses Verfahren ließ sich vielleicht auch auf virtuelle Rekonstruktion historischer Räume übertragen, indem man Snapshots der räumlichen Simulation macht, gegebenenfalls sogar mit Avataren, so wie das für Macbeth und Faust gemacht haben, und automatisiert auswertet. Auch die Sichtbarkeit der Vasenbilder bei künstlicher Beleuchtung mit flackernden Öllampen lässt sich nachbilden, und da gab es jetzt ja in München von Ruth Bielfeld diese hervorragende Ausstellung. Da wird auch deutlich, warum zum Beispiel in Figuren auf Krateren wichtige Details zur Identifizierung häufig auch der Kopfhöhe angebracht sind. Wir sehen es hier ganz gut, das Licht highlightet sozusagen die Köpfe und gleichzeitig auch die erhobenen Arme. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass auf den Kolonettenkrateren die Komposition häufig die Attribute so hoch hält. Denn bei der wahrscheinlichsten Positionierung des Mischgefäßes in der Mitte des Raumes und auf dem Boden befinden sich diese in Augenhöhe des gelagerten Symposiasten. Dabei ist die formale Sichtbarkeit des Innenbildes von Trinkschalen während des Gebrauchs zu untersuchen. Denn beim Trinkritual verwandelt die Trinkschale das Vasenbild, das zunächst unsichtbar ist, sukzessive zu einem sichtbaren und dann beim Nachfüllen und vor allem beim Kotterboss-Spiel zum bewegten Bild. Wohingegen dieses Bild des Dures deutlich zeigt, dass außerhalb des Symposiums die Schalen an der Wand aufgehängt waren, damit das Innenbild niemals sichtbar. Das heißt, die Symposiasten haben, wenn sie Gäste des Hauses waren, eigentlich ein gefülltes Gefäß bekommen und erst beim Trinken wird das Bild sichtbar. Und das habe ich versucht nachzustellen, indem wir ein statistisches Verfahren entwickelt haben, das in Kombination von Schalenform, also der publizierten Profilzeichnung im Maßstab 1 zu 2, sowie Position und Größe des Innenbildes, die Korrelation von geleerter Weinmenge und Sichtbarkeit der Darstellung ermittelt und als Kurven auf einem Foto des Vasenbildes sichtbar macht. Bei dieser Schale in München, die bis zum Rand mit 2,8 Litern gefüllt werden konnte, habe ich angenommen, dass man sie bis zur Höhe der Henkel befüllte. Das wären 1650 Meter. Interessant ist, dass dann von dem Innenbild erst nach über einem Liter Weinkonsum, auch wenn er natürlich mit Wasser gemischt war, etwas zu erkennen ist. Das vollständige Bild ist hingegen erst zu sehen, wenn sich nur noch eine Restmenge von 75 Millilitern der Schale befand. Diese Einzelergebnisse könnte man für alle Schalen ermitteln, in einem Vektorraum zusammenführen und im Hinblick auf Standardgrößen und Füllmengen auch chronologisch auswerten. Mit dem Leeren der Schale fassen wir also einen Prozess, der durch die Trinkrituale performativ strukturiert ist, die das Trinken materialisieren, Bilder evozieren und so Vorstellungen und Erwartungen konkretisieren. Denn erst der Trinkprozess macht die Bilder sichtbar, lesbar, verstehbar, diskutierbar, kurzum intelligibel und interpretierbar. Die konkrete, kontextuelle Einbindung der Vasenbilder, das Hantieren und das Leeren der Schalen sind damit notwendige Voraussetzungen für das Verständnis der Bilder. Deshalb spielt nicht nur der Zeitpunkt eine Rolle, bis zu dem das Bild von völlig unsichtbar über relativ verständlich bis vollständig sichtbar erscheint, sondern auch wie viel Wein bis dahin konsumiert werden muss. Die Bilder, vor allem die Mythenbilder, laden dabei zur ausschnitthaften Vergegenwärtigung von Vergangenem ein, besonders in kritischer Konfrontation mit der Gegenwart und den daraus resultierenden Handlungen. Den Konstitutionsbedingungen von situativer Wahrnehmung gilt es also näher zu kommen,
indem man die Frames bestimmt, unter denen Bildwerke zu visuellen Eindrücken werden und dieses Framing genau beschreibt. Denn das Trinken hebt vordergründig die Latenz auf, löst damit aber Staunen und Diskussion aus, wobei die Teilpräsenz der Bilder mehrere Möglichkeiten der Vervollständigung zulässt und so erst zu bildlichen Assoziationen anregt. In diesem Beispiel erkennt man nämlich erst im unteren Teil des Bildes die Unterschiede, wo mal ein Altar und Hocker, mal ein Knabe mit Leier und mal ein Hund erscheint. Ein entsprechend trainiertes Convolutional Neural Network soll auf Grundlage aller in Fotos erfassbaren Basenbilder anzeigen, wie sich die Teilbilder vervollständigen lassen und so die Bestimmung des Assoziationsspielraums unterstützen. Im Fokus steht damit die zum Teil unbewusste Vervollständigung des Teilbilds während des Trinkens. Außer Acht bleiben aber Assoziationen, die sich nur an Details festmachen, was in seiner Beliebtheit schwer nachzuvollziehen ist. Vielmehr ist von Interesse, wie eine bestimmte Erwartungshaltung existierte und wie häufig diese enttäuscht wurde. Das ganz besonders an der Variabilität der Bildertypen und Schemata hängt. Dieser Ansatz spricht sich damit gegen eine Generalisierung und für eine differenzierte und abgesicherte Vielfalt an Deutungs- und Assoziationsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Benutzung aus. Aber nicht für eine generelle Offenheit oder Polysomie der Basenbilder, wie manche Archäologen behaupten, sondern für ein situativ bestimmbares Spektrum an Bedeutung. Ich überspringe jetzt, dass man das auch mit Alkohol Einfluss untersuchen kann, als dann die Art, wie unscharf das Bild wird oder wie verdreht, lässt sich natürlich auch trainieren. Und soweit ich weiß, sind solche Erkenntnisse bislang nicht auf die Wahrnehmbarkeit von Bildwerken wie den griechischen Basenbildern übertragen. Unser Projekt Eggerson stellt hier für die automatische Bildmustererkennung ein vortrainiertes, tiefes Convolutional Neural Network zur Verfügung, das man entsprechend weiter trainieren könnte. Basierend auf umfassend annotierten Basenbildern wurde dieses CNN trainiert, um weitere Ausschnitte von zusätzlichen Basenbildern für die Identifizierung zu empfehlen. Zusätzlich zu der Klassifikation des Malers wird hierbei auch mit erfreulicher Genauigkeit der jeweilige Stil und das Motiv des Bildes bestimmt, wodurch zum ersten Mal der Versuch unternommen werden kann, die Motiverkennung griechischer Basenbilder auf großer Grundlage zu simulieren und auszuwerten. Mit Hilfe des vortrainierten Convolutional Neural Networks, das im zweiten Schritt unscharfe oder verzerrte Schalenbilder analysiert, die sie auch Impairment Google simulieren, lassen sich vielleicht die kognitiven Fähigkeiten der Zecher nachstellen und auswertbar machen, aber das ist erstmal relativ spekulativ. Ich sehe also die Aufgabe der Digital Humanities, dessen Fachvertreter ich ja mittlerweile bin, darin, Forschungsfragen der Geisteswissenschaften zu kategorisieren und ihnen Methoden zur Beantwortung zuzuordnen bzw. weiterzuentwickeln. Am besten in Fallstudien, die geeignet sind, die Modelle auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen. In diesem Projekt, ich glaube, das kann ich auch lassen und sollte vielleicht in Abwandlung der erkennt Situationspsychologie noch sagen, wie man Wahrnehmung kategorisieren könnte, indem man eben die Zugangsbedingungen, die Sichtbarkeit und die Frames analysiert und schließe mit Beispielen, die wir eben auch bereits im 3D- und VR-Raum Projekte umgesetzt haben. Hier eine Lernsoftware, um Perspektivität zu lernen, am Beispiel von Macbeth und Goethe. Ist der User Regisseur und kann zwischen verschiedenen Avataren und verschiedenen Bühnenbildern wählen, um so zu erkennen, dass der Text ganz anders wirkt, wenn er von anderen Personen in einem anderen Framing gesprochen wird. Für unsere dritte Frage nach den Modellen, die als Simulation neues Licht auf alte Fragen werfen könnten, lässt sich sagen, dass man VR-Technologie einsetzen könnte, um die Rahmenbedingungen der Wahrnehmung nachzubilden und zu bestimmen, und mathematische Methoden, um die Sichtbarkeit und das Wahrnehmen zu rekonstruieren. Um das Verstehen der Bilder zu strukturieren, könnte man Convolutional Neural Networks zur Unterstützung heranziehen und auch um das Vorhersagen des Bildinhalts simulieren zu können. Als letzten Schritt könnte man versuchen, die tatsächlich erfolgte Rezeption der Bildwerke mit der heutiger Betrachter zu kontrastieren. Im Fall der griechischen Basen ist das nicht mehr möglich, weil entsprechende Quellen fehlen. Aber für Visualisierung des 19. und 20. Jahrhunderts, wie der antiken Sammlung des venezianischen Marchese Uffizi oder dem Rundgang durch das Anne-Frank-Haus, könnte man Reiseberichte, Schilderungen und Rezensionen nutzen, um die zeitgenössische Standarderwartung zu ermitteln. Dies könnte man dann vielleicht mit Eye-Trackern und Fragebögen, wie sie die Situationspsychologie erarbeitet hat, verwenden,
um die Eindrücke von Studierenden oder Besuchern der langen Nacht der Wissenschaften bei Besuch dieser visuellen Rekonstruktion empirisch auszuwerten. Auch das wäre ein eigener Vortrag. Zu dem heute Gesagten bitte ich Sie gerne um Fragen. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank.